Liebe Freundinnen und Freunde, ein Blick in die Welt zeigt es uns. Selten war das Eintreten für Klimaschutz, für Gerechtigkeit, für Freiheit, für Demokratie so wichtig wie heute. Und deshalb kommt es gerade in dieser Zeit entscheidend auf uns Grüne an, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben Werte, die Orientierung geben. Wir haben eine Haltung, die Vertrauen schafft. Wir haben Ideen, die in die Zukunft weisen. Und wir wissen, eine bessere Zukunft, die kommt eben nicht einfach von alleine, sondern Zukunft ist, was wir gemeinsam draus machen. Und wir Grüne haben den Mut, die drängenden Zukunftsaufgaben anzupacken, Klima schützen, soziale Sicherheit schaffen, Digitalisierung gestalten, Europa zusammenhalten. Das sind unsere ganz großen Aufgaben, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, wir alle kennen diesen gerne erhobenen Vorwurf an die Politik. Die Parteien, die seien doch alle irgendwie gleich und wollten doch alle irgendwie dasselbe. Die Jamaika-Verhandlungen haben ganz klar gezeigt, das stimmt definitiv nicht. Das ist ein Vorurteil. Wir haben heute Vormittag schon viel dazu gehört. Und für unsere Demokratie ist das doch eine gute Nachricht, denn Demokratie lebt vom Ringen um politische Alternativen. Und ich bin davon überzeugt, die streitbare Auseinandersetzung nach demokratischen Spielregeln, die bringt uns voran. Aber die permanente Polarisierung und Brutalisierung der öffentlichen Debatte, die wirft uns zurück. Und das dürfen wir nicht zulassen, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht um die besseren Argumente, es geht um eine klare Haltung, es geht um Leidenschaft für die Sache. Und es gibt so viel, was mich an der AfD massiv stört. Aber es fängt ehrlich gesagt schon beim Namen an. Diese selbsternannte Alternative für Deutschland, die brauchen wir ganz gewiss nicht. Denn die Flucht in die Vergangenheit aus Angst vor der Zukunft, der Rückfall in finsterste Zeiten des Nationalismus und das Beschwören von Misstrauen und Gegeneinander, das ist keine Alternative, liebe Freundinnen und Freunde. Im Gegenteil, das Eintreten für sozialpolitischen, gesellschaftspolitischen, ökologischen Fortschritt mit Mut zur Veränderung, die Zusammenarbeit in einem starken und vereinten Europa, das Schaffen von Vertrauen und Miteinander, das ist eine gute Alternative und dafür stehen wir Grüne ein. Liebe Freundinnen und Freunde, im Bund ist eine Koalition aus ungleichen Partnern fürs Erste nicht entstanden, nicht zusammengekommen, aber in Baden-Württemberg haben wir mit Grün-Schwarz eine Koalition aus ungleichen Partnern. Die Zusammenarbeit funktioniert und zwar besser, als viele das gedacht hätten. Aber diese Zusammenarbeit erfordert immer wieder auch einen intensiven Austausch. Ich habe eine klare Vorstellung davon, was unsere Aufgabe in diesem Regierungsbündnis ist. Wir Grüne, wir sind die moderne und progressive Kraft dieser Regierung. Wir arbeiten für eine gesunde Natur, für eine moderne Mobilität, für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Grün führt die Regierung, Grün macht den Unterschied. Das ist unser Ansporn, unser Anspruch und unser Auftrag, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass wir mit politischen Unterschieden ganz ehrlich, ganz konstruktiv umgehen und sie nicht verdecken oder wegreden. Es braucht Kompromissbereitschaft, wo es sinnvoll ist, aber es braucht auch Konfliktbereitschaft, nämlich da, wo es notwendig ist. Kompromisse stehen am Ende und nicht am Anfang eines Verhandlungsprozesses. Und deshalb verhandelt man nicht mit dem Kompromiss im Kopf, sondern mit der Überzeugung im Bauch, liebe Freundinnen und Freunde. Für grünes Profil, für grüne Erkennbarkeit, und das wünschen wir uns alle miteinander, braucht es eine Klarheit in den Zielen, eine Klarheit in den Positionen. Und für diese grünen Ziele und diese grünen Positionen einzutreten und wenn nötig eben auch dafür zu streiten, das verstehe ich darunter, der Partei im Koalitionsausschuss eine selbstbewusste Stimme zu geben. Und es gibt gute Beispiele, wo sich das auch ausgezahlt hat aus der jüngeren Vergangenheit. Nehmen wir das Polizeigesetz.
Natürlich wollen wir auf die veränderte Sicherheitslage reagieren und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger bestmöglich gewährleisten. Die Stärkung der Polizei, die Stärkung der Justiz, das sind richtige Maßnahmen. Aber es war doch wichtig, dass wir als Grüne gesagt haben, nein, bei der Vorratsdatenspeicherung, bei der Online-Durchsuchung, da geht es uns zu weit, weil wir wollen die Balance von Sicherheit und Freiheit. Wir lassen nicht zu, dass es gegeneinander ausgespielt wird und wir berauben uns nicht unserer Freiheit, um am Ende nur symbolpolitischen Maßnahmen das Wort zu reden, liebe Freundinnen und Freunde. Ein weiteres Beispiel, das Thema Luftreinhaltung. Liebe Freundinnen und Freunde, wir waren und wir sind eine Stimme für Gesundheit, für Klima und Lebensqualität in unseren Städten. Und deshalb wäre es undenkbar gewesen für uns, dass eine grün geführte Landesregierung gegen den Gesundheitsschutz der Bevölkerung in Berufung geht. Nicht möglich mit uns. Wir haben uns verständigt auf die Sprungrevision und das ist ein gangbarer und guter Kompromiss, denn die Rechtssicherheit im Kampf für saubere Luft bundesweit, die brauchen wir, die ist wichtig. Ich füge aber auch heute schon hinzu, wenn das Bundesverwaltungsgericht entscheidet, dass der Weg, den das Stuttgarter Verwaltungsgericht aufgezeigt hat, die blaue Plakette in eigener Regie, in eigener Verantwortung einzuführen, ja, dann müssen wir das auch tun, denn es ist Zeit zum Handeln. Noch besser wäre es allerdings, wenn die nächste Bundesregierung, wie auch immer sie aussehen mag, endlich den Mut hat, das zu tun, was das Richtige ist, nämlich die blaue Plakette bundesweit zu ermöglichen. Denn die blaue Plakette, liebe Freundinnen und Freunde, die ist wirklich der Schlüssel, um für saubere Luft, für ein gutes Klima und für hohe Lebensqualität in unseren Städten zu sorgen. Noch ein Beispiel, die Flüchtlingspolitik. Ihr wisst, dieses Thema treibt mich wirklich um. Und in unserem Leitantrag morgen machen wir eine Forderung sehr deutlich und die finde ich extrem wichtig. Wir wollen gewährleisten, dass Menschen, die lange hier leben, die gut hier integriert sind, die hier eine Ausbildung oder eine Arbeit haben, nicht abgeschoben werden, sondern hier bleiben dürfen, weil es für die Betroffenen gut ist, weil es für die Wirtschaft gut ist, weil es für die ganze Gesellschaft gut ist, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, und ich scheue auch ein kritisches Wort gegenüber unserem Koalitionspartner nicht. Wenn der Innenminister jetzt dieser Tage erklärt hat, er wolle, dass der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte ausgesetzt bleibt, dann widerspreche ich und erinnere ihn daran, dass derjenige, der den Familiennachzug in Frage stellt, auch den Schutz von Ehe und Familie in Frage stellt, das ist doch angeblich ein für Konservativen so wichtiger Wert. Und ich sage auch, nur wer seine Liebsten, wer seine engsten Angehörigen in Sicherheit weiß, bei sich weiß, der kann sich doch nur dann wirklich auf die Aufgaben der Integration in der neuen Heimat wirklich einlassen. Deshalb ist eine Aussetzung des Familiennachzugs integrationsschädlich. Und deshalb können wir uns das gar nicht erlauben, sondern müssen im Sinne von Humanität und Integration diesen auch für subsidiär Schutzberechtigte endlich wieder ermöglichen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will aber nicht nur zurückschauen, sondern ich will auch nach vorne schauen. Wir nähern uns ja langsam, aber sicher schon der Halbzeitbilanz von Grün-Schwarz und es gibt eine ganze Menge von Projekten, die ich wichtig finde, dass wir sie gemeinsam umsetzen. Und das Beste daran ist, die sind alle im Koalitionsvertrag verankert, weil wir gut und klug damals verhandelt haben, diesen Koalitionsvertrag. Drei Beispiele. Die Reform des Landtagswahlrechts ist mir genauso wichtig wie Sandra. Wir wollen, dass der Landtag von Baden-Württemberg ein Spiegelbild der Gesellschaft wird. Und dafür müssen mehr Frauen, dafür müssen auch junge Menschen, dafür müssen auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund den Weg ins Landesparlament finden können. Und deshalb ist diese Reform so wichtig. Ich glaube, in diesen Zeiten ist Vertrauen ein ganz hohes Gut. Und deshalb will ich in den nächsten Monaten auch dafür streiten, dass der Landtag von Baden-Württemberg ein Transparenzregister bekommt. Liebe Freundinnen und Freunde, Transparenz schafft Vertrauen.
Und deshalb ist es gut, wenn die Bürgerinnen und Bürger öffentlich einsehen können, wer von Landtag und Landesregierung gehört werden will. Ein Lobby, ein Transparenzregister wäre genau die richtige Antwort. Und noch ein Beispiel, das mir auch persönlich sehr wichtig ist, weil das auch ein Verhandlungserfolg von mir in den Koalitionsverhandlungen war, gemeinsam mit unseren Fachpolitikern und Fachpolitikern im Sozialbereich, eine Antidiskriminierungsstelle des Landes Baden-Württemberg. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist ein Gewinn für die ganze Gesellschaft, wenn alle Menschen in Baden-Württemberg selbstbestimmt und diskriminierungsfrei leben können, egal wen er liebt, egal woher sie kommt, alle gehören dazu, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde, wir Grüne bewegen Baden-Württemberg ökologisch, ökonomisch, sozial und das nicht erst seit dem Jahr 2011, sondern seit dem Jahr 1979. Der Weg zu einem nachhaltigen, ökologischen, sozialen und modernen Baden-Württemberg ist und bleibt unser Ziel. Daran arbeiten wir jeden Tag und natürlich haben wir den Anspruch, auch über das Jahr 2021 hinaus stärkste politische Kraft im Land zu bleiben. Dafür müssen wir schon heute die richtigen Weichen stellen. Wir wollen erfolgreiche Regierungspartei sein. Wir wollen lebendige Mitgliederpartei sein. Wir wollen eine innovative Konzeptpartei sein. Ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die gemeinsam über den Tag hinausdenken. Ich glaube, das ist gerade in Regierungszeiten wichtig, eine selbstbewusste, eine lebendige Partei zu haben, die auch bei diesem notwendigen Alltagsgeschäft des Regierens, das gehört ja dazu, das ist doch gar keine Frage, aber eben auch den Blick für die langen Linien nicht verliert. Und das ist eine Aufgabe für uns alle und das ist eine Aufgabe, der ich mich auch als Landesvorsitzender weiterhin besonders verpflichtet fühle, liebe Freundinnen und Freunde. Und ja, natürlich werfen auch die Kommunal- und Europawahlen schon wieder die Schatten voraus. Bei der Kommunalwahl geht es darum, unser kommunalpolitisches Fundament zu festigen, ein wichtiger Grundstein für den Erfolg hier bei uns im Land. Bei der Europawahl geht es um nichts weniger als um unsere Zukunft, denn Europa ist unsere Zukunft, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir als pro-europäische Kraft werden gefordert sein, dieses Europa zu verteidigen und dafür einzustehen. Ich komme zum Schluss. Ich hoffe, ihr merkt es. Ich will weiter Verantwortung für unsere Partei übernehmen, mit vollem Einsatz, mit ganzer Kraft, mit all meinen Erfahrungen, mit all meinen Ideen, mit meinen Standpunkten und Überzeugungen, mit Lust auf Dialog und Zusammenarbeit, mit einem Sinn für unsere Partei und vor allem aus Leidenschaft für die Sache. Deshalb bitte ich euch heute erneut um euer Vertrauen, eure Unterstützung und eure Stimme. Herzlichen Dank. Applaus